Herzlich willkommen zu den Videotutorials von Library at Home. Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie sich auf ein ausgeliehenes Buch vormerken können. Rufen Sie zunächst die Website der Bibliothek auf. Ob ein Buch verfügbar oder ausgeliehen ist, kann man im Bibliothekskatalog sehen. Den Katalog finden Sie unter dem Punkt Literatur und Suche und dann Bibliothekskatalog. Wir suchen nach dem Titel Praxishandbuch Projektentwicklung von Udo Blecken. An dem roten Kreuz erkennt man, dass das Buch ausgeliehen ist. Wäre es im Regal, würde hier ein grüner Haken erscheinen. Wir merken uns das Buch einfach vor und reservieren es für uns. Zuerst klickt man auf den Titel. Hier unten erkennt man, wie lange die Leihfrist noch ist. Und an dieser Stelle kann man sich vormerken. Studenten und Mitarbeiter der HTWG melden sich mit ihrem RZ-Account an. Externe Leser bekommen bei der Anmeldung eine Ausweisnummer. Das Passwort ist Ihr Geburtsdatum. Hier kann man einstellen, dass man eine Mail bekommt, wenn das Buch abgegeben wird. Jetzt ist die Vormerkung eingetragen. Im Bibliothekskonto kann man jederzeit prüfen, wie der Stand der Vormerkung ist. Hier sieht man, dass das Buch bereitgestellt ist. Die abholbereite Vormerkung liegt am Service der Bibliothek für eine Woche bereit. Haben Sie eine Frage? Rufen Sie an oder schreiben Sie uns. Auf unserer Homepage finden Sie den Kontakt. Bis zum nächsten Tutorial oder Ihrem Besuch in der Bibliothek.